Hey Leute und mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute sind wir am Start mit dem Thema, was gibt es eigentlich für Filtermedien? Viel Spaß! Ja, heute sind wir mit einem wirklich sehr, sehr komplexen und auch interessanten Thema am Start. Was gibt es eigentlich für Filtermedien und welche sind wofür speziell gemacht? Um das Ganze vielleicht erstmal in drei Bereiche oder drei Hauptbereiche zu gliedern, wie sich unsere Filterung im Aquarium unterscheidet, das wären einmal die Medien, die eine mechanische Filterung durchführen, eine biologische Filterung und eine chemische Filterung. Letzteres findet man meistens nur in Aquarien mit Problemkrankheitsfällen und ähnlichen oder speziellen Ansprüchen. Biologische und mechanische Filterung, um das vielleicht erstmal so zu gliedern, ist das häufigste, was wir in unseren Filtern, ob jetzt Außenfilter, Innenfilter, Anhängefilter, was auch immer, ist egal, was wir da wirklich häufig vorfinden. Ich will euch das heute wirklich mal komplett einmal erklären, dass ihr auch vielleicht für euch so einen Leitfaden findet, wo ihr sagt, okay, gut, ich glaube, das dürfte genau die richtige Filterung für mein Aquarium sein, weil wie auch wirklich jedes Aquarium ein eigenes Biotop, wirklich auch ein eigenes individuelles Thema ist, ist auch die jeweilige Filterung etwas eigen. Ja, wir fangen einmal an, würde ich sagen, mit dem Klassiker und zwar der mechanischen Filterung. Mechanische Filterung heißt erstmal per se für euch, es wird etwas mechanisch entfernt. Sprich, wir reden hier von Partikeln, die aus dem Wasser filtriert werden. Partikel, die wir auch als Menschen sehen können. Ob das jetzt Mulm ist, Futterreste, Fischkot, Pflanzenreste, alles Mögliche, was als Partikel im Wasser ist, wird mechanisch rausgefiltert. Und das kann zum einen über, mal was hier beiseite gelegt, solche Schwammmatten, Filtermatten, ganz klassisches Beispiel, Hamburger Mattenfilter passieren, als auch zum Beispiel durch feinere Sachen, wie zum Beispiel ein Filtervlies hier. Es sei dazu gesagt, fast jede mechanische Filterung kann auch mit biologisch filtern, ist aber bei Weitem nicht so effizient wie eine speziell biologische Filterung. Hier reden wir wirklich von der Filteroberfläche. Da sind wir jetzt beim Thema nicht das, was wir Menschen sehen können, sondern das, was im Idealfall vielleicht ein Mikroskop mit 300- oder 400-facher Vergrößerung sehen kann. Man kann das recht banal erklären. Wenn wir uns mal hier diese Filterschwämme angucken, habe ich hier zwei verschieden grobe Varianten. Das eine ist ein 10 ppi-Schwamm und der andere 30 ppi. Umso höher die ppi-Zahl ist, umso feiner ist der Schwamm. Logischerweise, der feinere Schwamm kann auch kleinere und feinere Partikel rausfiltern und hat eine höhere, effizientere Filteroberfläche. Aber nichtsdestotrotz, wie auch das Filtervlies, was ja eine noch feinere Oberfläche hat, erfüllt er lediglich die mechanische Filterung. Was den biologischen Anteil in dem Fall angeht, reden wir über das Makromat-Thema. Also vielleicht irgendwo sowas im Idealfall von 15, maximal 15% so über den Daumen gepeilt. Das ist wirklich eher für die optischen Sachen, die wir sehen. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut in Garnelenzucht-Setups, wo jetzt auch nicht so viel biologischer Druck anfällt. Da zum Beispiel Thema die Hamburger Mattenfilter oder als Schwammfiltereinheit für einen Rückwandfilter, für eine Filterbox, wo es vielleicht noch mit drin ist. Also es ist wirklich ein sehr allgemeines Thema. Was vielleicht auch den Tausch von solchen Medien angeht. Filterschwämme, so verfahre ich, tausche ich dann, wenn sie sich nicht mehr knautschen lassen. Ihr habt häufig herstellerseitige Empfehlungen, wo dann draufsteht, Vlies sollt ihr alle 4 bis 6 Wochen tauschen, Schwamm vielleicht alle 6 Monate. Ihr merkt, wenn ihr regelmäßig die Medien sauber macht und sie mal durchknautscht, durchdrückt, merkt ihr wirklich, okay, irgendwann, das Ding wird knüppelhart, das gibt nicht mehr nach, beziehungsweise man drückt es zusammen und es dehnt sich nicht mehr aus. Ab dem Zeitpunkt würde ich es tauschen. Und da sage ich euch ganz ehrlich und offen, das ist zum Beispiel bei meinem Außenfilter hier hinten erst nach knapp 3 Jahren der Fall gewesen. Ihr müsst euch nicht immer an diese Vorgaben halten bei mechanischen Filterungen. Geht da ein bisschen nach Gefühl, knautscht das mal, wenn ihr wirklich irgendwann sagt, okay, da ist kein Durchfluss mehr da oder das Zeug ist komplett durch, dann tauscht's. Dann das nächste, was wirklich ein größeres Thema ist, die biologische Filterung.
Ich habe ja schon mal ein Video über den biologischen Kreislauf im Aquarium gemacht. Ich hoffe, ich denke dran, das euch einmal hier mit einzuverlinken, wo ihr wirklich seht, welche Prozesse im Aquarium das Ganze durchläuft, die biologischen Prozesse, bis jetzt mal ganz brachial gesagt, dass Fischpupi zersetzt wird und wieder in Anführungsstrichen zu Nährstoffen wird, die zum Beispiel Pflanzen verwerten können. Für sowas haben wir hier einiges an biologischen Filtermedien bzw. Filtermassen. Medien sind meistens Thema Schwämme, Vlies und ähnliches und Massen, wirklich Massen, die man zum Beispiel einschüttet. Ja, ich würde sagen, wir fangen einmal hier vorne an mit dem All-Time-Favorite-Klassiker Siporax. Siporax hat auf dem Markt gesehen mit die höchste effiziente Filteroberfläche. Sie schreiben es auch immer hier hinten nochmal schön auf die Packung mit drauf. Ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, das ist gesintertes Glas. Also ganz blöd erklärt, das wird praktisch aus Glas hergestellt, das mit Salz gemischt wird. Das wird dann hochgebrannt in einem Ofen und dann ausgewaschen. Sprich, das Salz löst sich dann wieder und dann überall an diesen klitzekleinen Punkten, wo das Salz war, habt ihr Hohlräume. Das hier sieht unter dem Mikroskop aus wie ein astreiner Schwamm. Also blöd gesagt, unter dem Mikroskop sieht das ungefähr so aus. Ganz banal erklärt. Sprich, ihr habt eine riesengroße biologische Filterfläche, die für die Bakterien, die sich dort ansiedeln, wirklich sehr wichtig ist. Wenn ihr geschlossene Materialien habt, die wirklich nicht von Wasser durchströmt werden können, siedeln sich zwar auch auf der Oberfläche Bakterien an, aber nicht innen drin. Sprich, ihr habt viel weniger, in Anführungsstrichen, Weidefläche für die Bakterien, die sich dort ansiedeln wollen. Und da ist halt Siporax sehr weit vorne mit dabei. Auch zwischendrin vielleicht mal erwähnt, alle Filtermedien, die ihr hier seht, sind gekauft. Hier ist an diesem Video ist nichts gesponsert, das ist alles selbst gekauft. Ich empfehle hier auch wirklich nur die Sachen, die ich auch regelmäßig verwende, wo ich von überzeugt bin. Dann haben wir das Thema Seachem Matrix. Benutze ich jetzt so seit 1,5 Jahren. Kommt, was die Filteroberfläche angeht, sehr nah an Siporax ran. Das ist ein Granulat. Sieht fast ein bisschen aus wie überdimensioniertes Katzenstreu, wenn man es so sagen will. Das Ganze ist auch hochporös und schafft wirklich eine sehr, sehr gute biologische Filterung. Es gibt dann zum Beispiel noch so Produkte von JBL, da wäre es das Micromac. Das ist praktisch dasselbe in Kügelchenform. Sieht auch alles relativ ähnlich aus, letztendlich, wenn es gesinterte Glasprodukte sind. Häufig habt ihr dann auch noch so Netze oder Körbe mit drin, die ihr mit einsetzen könnt. Das würde ich von eurem Filter abhängig machen. Wenn ihr zum Beispiel einen Außenfilter habt, mal angenommen mit solchen Körben hier, könnt ihr das Ganze so einstreuen, wie es ist, außer ihr sagt, okay, die Rillen sind mir zu groß, da fällt effizient irgendwie was durch. Dann gerne diese Netze benutzen. Ansonsten, was auch sehr gut ist, so Tipp am Rande, Fliegengitter. Ihr könnt Fliegengitter nehmen, macht euch praktisch wie einen Sack da draus, das Zeug kostet ja nicht viel, 3-4 Euro im Baumarkt. Tut euer Material reinfüllen, macht oben einen Kabelbinder drumherum und schon habt ihr einen Filtersack. Funktioniert prima. Ansonsten gibt es dann auch noch zum Beispiel von Eheim das Substrat Pro. Wäre auch noch ein Granulat. Eine weitere Variante, wenn man hier mal gucken will. Das ist wirklich das Großthema biologische Filterung. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Eine biologische Filterung funktioniert nur gut, wenn vorher auch die mechanische Filterung gut war. Ihr müsst euch vorstellen, diese Bakterien leben davon, dass sie von sauerstoffreichem Wasser durchströmt werden bzw. an ihnen vorbeigeströmt wird. Und dadurch können sie auch wirklich das Wasser filtrieren. Wenn ihr jetzt mal angenommen bei einer rein biologischen Filterung keine mechanische mit dran habt, dauert das bei dem Becken hier hinten zum Beispiel maximal eine Woche und euer komplettes biologisches Filtermaterial sitzt mit Mulm voll. So, was passiert, wenn das mit Mulm voll sitzt? Die Bakterien können nicht effizient weiterarbeiten, weil sie nicht mehr effizient von Wasser durchströmt werden können. Sprich, auf eine biologische, wirklich gute biologische Filterung baut eine mechanische Filterung im Vorhinein auf. Ihr solltet, wenn ihr eure Außen- oder Innenfilter bestückt, immer erst den mechanischen Part setzen, dass wirklich die groben Schmutzpartikel rausgefiltert werden. Ist häufig bei den Herstellern auf den Packungen und Anleitungen falsch erklärt, beziehungsweise ungünstig erklärt, wenn man es so sagen will. Und im Nachhinein, nachdem mechanisch erstmal die groben Partikel rausgenommen worden, wir reden hier nicht von Filtervlies im Vorhinein, sondern wirklich von Schwämmen im Vorhinein,
rausgenommen wurde, kann das Wasser, was mit relativ dünnen Partikeln, wenn man so sagen will, einmal hier durchströmen, sich biologisch filtern lassen und im Nachhinein, wenn man dann sagt, okay, ich möchte kristallklares Wasser, kann man nochmal mit einem Filtervlies hinterhergehen. Setzt das nicht im Vorhinein ein, das setzt sich ansonsten gefühlt in 3-4 Tagen zu und ihr könnt es dann dauernd tauschen bzw. sauber machen. Das wirklich zum Schluss. Aber vor der biologischen Filterung sollte eine mechanische Filterung stattfinden. Um den dritten Part vielleicht infolgedessen nochmal mit anzusprechen, ist das Thema chemische Filterung. Ich habe hier nicht allzu viel, da ich es auch nicht wirklich häufig brauche. Das Thema chemische Filterung findet zum Beispiel statt, wenn ihr Wassertrübung im Becken habt, dass ihr sagt, okay, das Wasser ist uringelb oder sieht braun aus wie Plörre, dann kann man durchaus auch mit Aktivkohle oder so Sachen wie von Seachem gibt es das sogenannte Purigen oder von Masterline, das sind Filtermedien, die über einen chemischen Prozess, wird harzähnlich sein, könnt ihr Verfärbungen aus dem Wasser ziehen. Oder ihr habt zum Beispiel Medikamente benutzt, weil eure Fische krank waren und diese Medikamente müsst ihr wieder mit der Zeit rausbringen. Dafür zum Beispiel Aktivkohle. Aktivkohle wird auch häufig in kleinen Säckchen, da braucht man auch keine großen Mengen, eingesetzt, um Medikamentenreste rauszuholen. Das ist dann häufiger so ein Granulat zu Sticks in dem Format und damit kann man das Ganze wieder rausholen. Ansonsten, was schon in den Teilbereich chemische Filterung geht, was noch so ein bisschen im Eck biologische ist, ist so ein Produkt wie Zeolit. Da findet ein Ionenaustausch statt. Das wird zum Beispiel hier und da zur Algenbekämpfung eingesetzt oder auch Thema, wenn ihr hohe Phosphatwerte im Aquarium habt. Das sind wirklich Filtervarianten, wo man sagt, okay, ich habe ein Problem im Becken und brauche dafür eine Lösung. Ein Standardfilter wird in 99% der Fälle mit einer biologischen und einer mechanischen Filterung bestückt sein. Wie gesagt, Thema Aquascaping ist dann zum Beispiel wirklich ein Bereich, wo häufig gewünscht ist, dass das Wasser sehr klar ist. Da wird zum Beispiel Seachem Purigen eingesetzt. Das ist dann in so kleinen Säckchen, also wirklich so fast wie eine Tempopackung. Die schmeißt man in den Filter mit rein. Das kann man auch regenerieren. Das zieht euch Trübstoffe aus dem Becken raus. Braucht der Otto-Normal-Aquarianer aber in den meisten Fällen nicht. Beziehungsweise kann man zum Beispiel aber auch so über Wege wie UVC-Klärung erreichen. Ja, hier vielleicht nochmal, um das Thema zu verdeutlichen, was die Filterreihenfolge angeht, habe ich mal hier was beiseite gestellt. Ihr habt bei den meisten Außenfiltern solche Körbe hier drin, stellenweise sogar schon bei neueren Innenfiltersystemen. Guckt euch im Vorhinein an, wie das Wasser in eurem Filter zirkuliert. Bei den meisten Filtern zirkuliert es von unten nach oben, sprich das Wasser wird irgendwo an der Seite durch eine Kammer oder über einen Umlauf einmal an den ganzen Medien und Massen vorbeigeführt und läuft dann von unten wieder nach oben. So, und hier beginnt dieser Punkt, wo ihr für euch überlegen müsst, wie rum bestücke ich das. Wenn das jetzt hier mal angenommen meine 3 Filterkörbe wären, um mal wirklich ein Beispiel zu machen, würde ich mich für den unteren Bereich den Schwamm hier zurechtschneiden, gegebenenfalls sogar 2 aufeinander stapeln. Man sollte immer möglichst die Höhe des Korbes ausnutzen, sprich das Ganze würde hier von unten her im ersten Korb schon mal mit Filterschwamm sitzen. Kann man auch, wenn man möchte, den feineren nehmen. Das würde ich ein bisschen vom Becken abhängig machen. Wenn ihr wirklich viele Fische drin habt, die viel koten, dann gegebenenfalls auch den feinen. Man muss auch immer ein bisschen für sich abwägen. Es ist nicht Sinn der Sache, dass ihr am Ende dasteht und alle 2 Wochen euren Filter sauber machen müsst. Das sollte wirklich möglichst effizient laufen. Dann sind wir bei der 2. Einheit. Diese Einheit würde ich mit dem gröbsten Material, was ihr habt, füllen. Zum Beispiel die Siporax-Röhrchen. Die sind wirklich sehr grob, auch sehr groß. Die würden dann hier reinkommen. Und als letzte Einheit, beziehungsweise vorletzte Einheit, dann zum Beispiel ein feineres biologisches Filtermaterial. Also ihr merkt schon immer wieder dieser Step von groß nach klein. Es ist auch, kann man wirklich generell sagen, effizienter, mehr Filterfläche zu haben, wo das Wasser langsamer durchfließt, als wenig Filterfläche, wo viel Wasser durchfließt. Ihr braucht keine Mordspumpenleistung, dass da, keine Ahnung, für ein 100-Liter-Becken draufsteht, 3.500 Liter oder was. Es geht hier wirklich um die Menge der Filtermasse und der Filtermedien. Das Wasser darf da ruhig langsam durchlaufen. Und ganz zum Schluss kann man, wie gesagt, ist kein Muss, nochmal das Vlies oben drauf machen, um eine Feinfilterung durchzuführen, dass wirklich keine
grob optischen Schmutzpartikel mehr im Becken landen. Ja, das wäre so meine Erklärung zu den drei Hauptthematiken bei Filtermedien und Filtermassen. Ich denke, hiermit sind wirklich einige Fragen zu dem Thema geklärt. Ansonsten, wenn ihr gerade am Anfang von eurer Aquaristikkarriere steht und irgendwelche Fragen habt oder eine spezielle Filterung im Kopf habt, wo ihr sagt, oh, das klingt im Kopf ganz gut, aber ob das in echt funktioniert, weiß ich nicht. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten auch für die Leute, die was Neues mit dazugelernt haben, gerne unten in die Kommentare mit reinschreiben. Ansonsten hoffe ich, dass euch das im Video wie immer gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abo nicht. Aktiviert die Glocke, Leute. Euer Nils von Schwimmpaddel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, bis dann.